organisiert, wo der Kreuzwerk Löwenplatz und der Kreuzwerk Stadthorst und der 20 präsentiert von Union Essen. Wir sind zurück mit dem nächsten Achtelfinale, Hoffenheim gegen Hannover 96. Hoffenheim hier mit einem richtig starken Auftritt. Hannover noch etwas schwankend. Favorit hier aber aufgrund der Eindrücke aus der Vorrunde, aber ganz klar die TSG Hoffenheim. Und da ist das 1:0 schon für Hoffenheim. Domenico Alberico, einer der Leistungsträger in diesem Turnier. Zusammen mit David Otto sticht er auf jeden Fall heraus. Und sorgt auch für den Führungstreffer. Der Kraichgauer. Da ist wieder Alberico. Klasse runtergepflückt den Ball. Jetzt aber Hannover. Mit der Fußabwehr gerettet von Luis Klante. Und da war Karl Hahn. Hoffenheim jetzt wieder mit drei Leuten vorne. Und Hannover den ersten Wechsel. Gute Einzelaktion da und dann den Ball ganz schön verzogen. Dominik Ernst. Wieder schön gespielt und geklärt. Das war ein schönes Dribbling da von Hannovers Justin Taubert. Thomas Lauf, der Schiedsrichter, einen Vorteil abgewartet. Der lange Befreiungsschlag. Also Hannover jetzt aktiv. Hannover versucht den Ausgleich zu erzielen. Oder ein etwas schlampiger Ball. Hannoveraner Keeper. Und dann der Volley-Schuss. Klasse, aber dann gehalten. Gute Aktion von beiden.
Schussversuch vom Keeper der Hoffenheimer. Na gut geholt da. Noah Schorn zusammen mit Florian Weidner. Die beiden Aktivposten da vorne. Jetzt der Ballgewinn durch Dennis Bäuerle. Bäuerle immer noch an der Bande. Liegt jetzt zurück auf Pascal Schmidt. Und Wechsel bei Hoffenheim. Mit David Otto, mit Domenico Alberico. Den auffälligsten Spielern bei der TSG. Das war ein klasse Ball gespielt, die Mitnahme. Steffen Fosak. Da ist wieder Alberico, der den Ball hier verliert, aber ich versuche gleich immer wieder zu erkämpfen. Alberico wieder, Ball gespielt. Jetzt der lange Ball. Also Hoffenheim jetzt etwas aktiver, macht mehr Druck. Lässt Hannover nicht mehr so zur Entfaltung kommen. Klasse Solo von Hannovers Top-Torschützen draußen aus der Saison. Mehmet Kalhan, 7 Treffer hat er gemacht in 11 Spielen in der Niedersachsenliga. Auch gestern schon angedeutet, was für ein toller Fußballer er ist. Und jetzt gibt es Freistoß für die 96er. Abgeblockt, Alberico jetzt. Setzt sich da wieder durch mit ganz viel Tempo, schneller als sein Gegenspieler. Quergelegt und was für ein Tor! Domenico Alberico! Er hat 10 Tore in 13 Spielen gemacht in der Oberliga, wo die Hoffenheimer unangefochtener Tabellenführer sind. Macht richtig, richtig Spaß, ihm zuzugucken. Ist geneigt, hier nochmal richtig aufzudrehen. Für die Hoffenheimer. Freistoß für die Hoffenheimer. Richtige Entscheidung. Linus, nimmst du mal Linus?
Dorfmann wird hier der Favoritenrolle bisher gerecht. Machen das sehr ordentlich. Trotzdem 5 Minuten vor dem Ende sollte man Hannover 96 auf gar keinen Fall abschreiben. Jetzt zum Beispiel 2-1 Überzahl. Ja, dann dauert es auch immer ein bisschen lang und ist ein bisschen ungenau. Bei den Hannoveranern. Und der Abschluss gefährdet auch mehr Zuschauer als alles. Versuch des Direktspiels von Florian Weidner, der dann Noah Schorn bedient wollte. Auch der zweite Block der Hoffenheimer natürlich richtig gut. Die individuelle Qualität scheint im Block 1 aber ein Stück weit höher. Das kann natürlich in den Viertelfinals, in den Halbfinals, vor allem im Finale ein Stück weit entscheidend sein. Andererseits auch die Hamburger im letzten Jahr mit dem riesig starken Block, jetzt die große Chance zum 3:0 und zur Entscheidung, aber Emilian Lessig scheitert da. Auf jeden Fall haben die Hamburger auch da mit einem bärenstarken Block 1 das Turnier gewonnen. Das ist jetzt David Otto, der den Ball wieder klasse behält und den Freistoß für seine Mannschaft herausholt. 2 Minuten 20 vor Ende der Partie. Da ist nochmal Karl Hahn mit dem Ball und das ist Alberico, der sich auch in den richtigen Momenten vom Ball trennt, der also nicht kein Fummler ist, der immer nur 1 gegen 1 geht, sondern wenn es Gewinn bringt, für seine Mannschaft einsetzt. Jetzt nochmal Otto. Und den hat er auch schon mal gemacht in seinem Leben. Auch er ja. 9 Tore in der laufenden Oberliga der B-Junioren gemacht. Und der Ball wieder am Aus. Ballbesitz für Hannover 96. 1,50. Freunde, Hannover müsste jetzt langsam den Anschlusstreffer machen, damit es hier noch einmal so richtig spannend wird. Aber man glaubt es. Ja, man glaubt eigentlich nicht dran. Hoffenheim dann insgesamt auch zu souverän. Zu stark. Jetzt attackieren sie mit 3 Mann und gewinnen den Ball nicht. Hannover kommt nochmal mit der Chance für Dominik Ernst. Der Ball geht aber über das Tor. Hoffenheimer ja auch eine
ausgezeichnete Jugendarbeit. Gerade jetzt mit dem Trainer in der ersten Mannschaft, der es auch schafft, die Jugendspieler da zu integrieren, reinzubringen. Und die letzte Spielminute. Markus Gisdol. Wir sind in den letzten 60 Sekunden. Jetzt ein Tor von Hannover und es wird nochmal spannend. Es kommt nochmal Musik rein in die Partie. Stattdessen jetzt der Konter, der Hoffmann mal Alberico ist wieder da. Alberico verzögert, verliert den Ball aber diesmal, das ist ernst. Der den Ball zurücklegt, aber Hoffmann sofort im Gegenpressing. Ja, sobald der Ball weg ist, sofort auf Ball gewinnen. Wird da umgeschaltet. ...20 Sekunden jetzt vor dem Ende. Und das wird die Entscheidung sein. Wir werden uns von Hannover 96 verabschieden müssen. Haben sie gesteigert auf jeden Fall, im Gegensatz zu gestern. Und kein schwaches Turnier gespielt. Die Hoffenheimer dafür bleiben ein Favorit in meinen Augen. Und jetzt ist es vorbei. 2:0 für Hoffenheim. Glückwunsch an die TSG. Herzlich bei Hannover 96.